Herzlich willkommen zurück zu Quantum Conundrum. Das letzte Mal waren wir hier stehen geblieben. Im Kapitel kommt ein Safe geflogen und wir können nur die Zeit verlangsamen. Das kann ja lustig werden. Was? Das war die Batterie, die wir brauchen. Hallöchen, Moment. Spuckst du die Batterie jetzt nochmal aus? Nein, Safe. Und das ist ein Höllenkrach, den du machst, wenn du spuckst. Aber egal, wir fliegen jetzt einfach mal mit den Dingern hoch. Ich gucke mich nochmal gründlich um, ob hier nicht irgendwo so ein Ding rumsitzt, was wir sammeln können. Aber sieht nicht so aus. Da platzen die Safes schon. Okay. Moment. Flauschdimension. Okay. Ist okay, ist okay. Was ist das? Was passiert jetzt? Hä? Da hoch muss ich. Ah, okay. Aber der Wind macht mir da so einen Strich durch die Rechnung. Aber ich muss stapeln. Okay. So. Dann geht das ja noch. Ich dachte, das wäre schwerer. So. Hip. Hip. Verdammt. Komm mal höher. So. Ah. Wunderbar. So. Gut. Huch. Ich hab dich genau gesehen, Ike. Ha. Der war schon creepy jetzt, der Ike. I'm not entirely convinced of your aptitude to handle this situation. Was? Ich kann alles. Wenn ich weiß, was ich machen muss, dann kann ich das. Ein Tisch, ein Safe. Eine Flauschdimension. Geht das auf? Kann man da reingucken? So, was brauche ich denn alles? Kann ich wohl nicht durchlaufen? Gib mir mal den Safe. Gib mir mal den Tisch. Man weiß ja nie. Man weiß nie. Vielleicht muss ich. Hätte ja sein können. Ich kann doch. Ah, ich weiß, was zu tun ist. Ich weiß schon. Ist okay. Alles verstanden. Ist verstanden. Alles gecheckt. So. Oh fuck, das war Kacke. Hat aber geklappt. Wunderbar. Uiuiui. Das hätte man schöner lösen können, aber naja, egal. Oh, well, that was a pleasant surprise. Danke, danke. Hallo, Secret, das möchte ich doch mal haben. Was sagten die Oma in der alten Zeit? Ist er dann jünger? Moment, ist da der Tod? Ich muss doch näher ans Bild ran, weil das so unscharf wird. Seht ihr auch keine Bücher in den Regalen, wenn man die Dimension verändern kann? Das ist, glaube ich, schon Absicht, dass das nicht geht. Da haben die nämlich bestimmt nicht dran gedacht. Die Schelme. Nein. Oh, schön. So, dann möchte ich jetzt aber einmal näher dran. Das ist der Tod, tatsächlich. Wie ist es hier windig? Ah! Okay. Ich muss es wahrscheinlich flauschig machen. Und dann, oh Gott. Hier. Natürlich. Seid ihr ernsthaft? Wollt ihr das ernsthaft? Moment. Geht das so auch? Nee, so nicht. Das ist ja toll. Moment. Mal den Tisch. Schmeiß den mal auf die Höhe. Was zur Hölle? Ich möchte das haben. Boah, ich möchte das da oben haben. Okay, so geht das. Die fliegen nämlich nicht weg bei dem Kack. Nein, du bleibst hier.
Vielleicht sollte man da doch eine Couch nehmen. Ja, eine Couch ist, glaube ich, ganz gut. Die stellen wir jetzt hier so in der Luft ab. Vielleicht ein bisschen höher noch. Und da steht auch noch so weit weg, der Sack. So, warte. Du bleibst hier. Hm. Ja, komm da hoch. Das geht nicht. Was muss ich denn noch tun? Ich kann schlecht noch eine Couch mitnehmen. Doch, kann ich. Klar, warte mal. Kann ich die hier so hinstellen? Ohne. Bleib hier! Bleibst du hier nicht liegen? Ne, hier nicht. Das finde ich gerade nicht so awesome. Aber hier bliebst du liegen, ne? Hier bist du liegen geblieben. Auch nicht? Aber hier. Hier bleibst du liegen. Okay. Genehmigt. Sind da beide mit, Drecksding. So, bleib so. So ist gut. Ja, bleib mal so. Ich baue mir bestimmt gerade den totalen Murks zusammen. Aber das ist mir gerade so egal. Ich möchte das haben. Haha. Why did I make that? Dankeschön. Geht doch. Gib mir Flausch Dimension. Das ist echt nur wegen dem. Der Raum ist nicht schwer. Man kann da sofort durch. Aber wenn man das Secret haben will, muss man sich schon ein bisschen Mühe geben. Judging by the fascinating lands of missing items, I can hypothesize that I am officially lost. Das ist schlecht. Short-term memory gone. Trapped in some sort of pocket dimension. Today is a good day. Und wieder, ich kann die Dimension nicht ändern. Ich sag das jetzt tausendmal, damit ihr es mal merkt. this used to be one of the manor's libraries. I altered it. Wir haben doch keine Zeit. Deswegen können wir das hier. So. Ja, die ganzen Büchtitel haben wir jetzt, glaube ich, schon. Außer das hier, glaube ich. Horatio Hornblower. Ja, so ein paar Buchtitel sind dann doch noch hier. So. Oh, ich werde jetzt War of the Parallel Worlds. Oh, hier sind ja noch ohne Ende. Ich dreh durch. Hier werde ich mich ordentlich durchwuseln müssen. Ich drehe jetzt schon durch. Too much input. Was ist hier? Der Tod. Okay. Was ist hier? Nein, ich wollte springen. Du wirst niemals eine Hypothek versäumen. Modifiziert. Ja, weiß ich doch. So, ist hier irgendwo ein Secret? Das Buch sieht interessant aus. Das wollte ich gar nicht. Das da wollte ich. Komm mal her. Beyond Fluffy and Heavy. Siehst du? Hab ich doch gesagt, das Buch ist interessant. Da steht Fluffy drauf. Dann muss es interessant sein. Der Tod. Und ich habe schwer und Zeit. Los. Das wäre wahrscheinlich auf so einem. Nee, ich habe schwer und zeitlos. Das heißt, ich kann die Dinger nicht hochheben. Aber ich habe hier ganz viele Dollys, die ich drücken kann. Da brauche ich wahrscheinlich jetzt. Die Zeit. Was zur Hölle? Da kommt ein Safe geflogen. Okay. Moment, mach mal zu Ende hier. So, jetzt möchte ich einmal gucken. Warum kommt da der Safe? Beschleunigt, weil das dauerte mir gerade zu lange.
So, der Safe kommt. Jetzt kann ich mir wahrscheinlich so eine Kiste fangen. Darüber werfen. What's that saying? It's like wrangling cats. Und darüber werfen. Das war scheiße. Und darüber werfen. Und jetzt kann ich darüber springen. Und die wieder auffangen. Oh Gott. Wobei die meisten ja hier ankommen. Aber ist cool gemacht. Der war scheiße, ne? Ja. Oh, der könnte zu hoch sein. Nee, der passt. Vielleicht sogar direkt. Schade. Ich dachte, das reicht vielleicht. Naja, egal. So. So. Aber ich hab's gecheckt sofort. So, wunderschön. Super cool. Moment. Stopp. Ich hab Bullshit gelabert. Ich kann mir die Bücher jetzt in der Dimension angucken. Okay, warte mal. Dann kann ich es nicht hochheben. So, jetzt haben wir es einmal. Dann wird's halt, ne? Und die Buchtitel ändern sich nicht. Jetzt haben wir es, den Beweis. Das wird halt zu Metall und ich denke mal, wenn es flauschig wird, wird es weiß sein. Lohnt nicht. Jetzt konnten wir es einmal sehen, doch. Okay. Ist aber selten der Fall, muss ich gestehen. So. Hätte ich jetzt fast diese Chance wieder verpasst. Ich hatte dieses Porträt von mir und ich commissioned, bevor wir begannen Time-Travel in den Mid-70s. Time-Travel war sicherlich all the rage back then, at least among the more scientific circles. One of our colleagues used to throw the most amazing costume parties, and you know you just can't beat the real thing. Hm. Ja, bringen wir einfach mal das Original aus der Vergangenheit mit. Huch, hallo. Do you know that the only legal way to hunt tigers is to travel back in time to do it? Not that I would recommend doing as such. Interestingly enough, I have a hypothesis that the only reason tigers are about to go extinct is because people are going back in time and shooting them. Das macht Sinn. Doch, eindeutig. Gut. Ich will gar nicht wissen, wie viele Secrets ich schon verpasst habe. Die fünf Türme. Fünf Türme. Hallo? Hallo? Nix hier? Okay. Wir haben wieder Zeit verlangsamt. Ich war der erste Prototyp, als ich deinem Alter war. Ich habe nicht das Herz, das Design zu verändern. BTF. Okay. Ich glaube, ich weiß, was sie von mir wollen. Da ist ein Secret auf jeden Fall. Das möchte ich haben. Voll hart und so. There should be an IDS battery on the other side of the fan. Ja, sollte. Der Alarm hat mir gerade ein bisschen Angst gemacht, muss ich gestehen. Jetzt kommen da Dinger raus. Okay, jetzt muss ich mich gleich beeilen. Mach mal an deinen Laser. Komm ich da so schon hoch? Oh Gott, mach den Laser weg. So. Okay, jetzt muss ich warten. Laser weg, Laser weg. Jetzt muss ich echt aufpassen. Und safe für safe abwarten. Oh, nicht da reinlaufen. Oh Gott. Und den letzten muss ich, glaube ich, so mitnehmen. Oder? Ich habe keine Ahnung. Es würde auf jeden Fall... Oh, dieses helle Licht. Es würde aber, glaube ich, gehen. Ich möchte es noch nicht ausprobieren. Ich glaube, beim letzten muss ich... Nee. Oh Gott. Nein, das reicht nicht. Ja, dann mach fertig. Flup, 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 flup. Ich könnte, glaube ich, drauf stehen bleiben, oder? Und dann rüberspringen. Das könnte gehen. Müsste man mal ausprobieren. Wartet auf mich, ich komme gleich. Ich würde aber sagen, das machen wir im nächsten Part, oder? Was krabbelt denn da? Ach, eine Glühbirne. Warum krabbelt denn hier? Hallo, Glühbirne. Egal. Machen wir im nächsten Part. Bis zum nächsten Mal.